Herzlich willkommen zum 36. Bonner Wirtschaftstalk hier in der Bundeskunsthalle. Beethoven und Bonn, Herausforderung und Chance, das Jahr 2020 nähert sich. Und in einem Jahr und 11 Tagen ist es soweit, dann beginnt das Veranstaltungsjahr zum 250. Geburtstag von Beethoven. Beethoven ist weltberühmt, in Bonn muss man den großen Sohn nicht weiter vorstellen, denke ich mal. Millionen lieben seine Musik weltweit und in Bonn laufen eben die Planungen zusammen für dieses große internationale Jubiläumsjahr. Bund, Land, Sponsoren und die Stadt haben insgesamt 28,5 Millionen Euro aufgebracht. Das ist eine riesige Summe und Bonn hat eben für ein Jahr die große Chance, Zentrum dieser Feierlichkeiten zu sein. Bonn und Beethoven passt anscheinend gut zusammen. Gleichzeitig fragen sich aber viele, ob das eigentlich eine ganz glückliche Beziehung ist. Denn das Festspielhaus, die Debatte ist abgeschlossen, denke ich mal, aber sie hängt uns immer noch so ein bisschen nach. Die Beethovenhalle wird nicht rechtzeitig fertig. Der Kartenverkauf beim Beethovenfest läuft nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht. Das WCCB als Spielstätte wird so ein bisschen kritisch gesehen. Nur auf den Ampelmasten in Bonn, überall, wo es grün leuchtet, da haben wir ein Beethoven kleben. Von Begeisterung ist aber noch so richtig gar nichts zu spüren. Und das ist so ein bisschen eine Frage, wird diese Chance, die wir da haben, eigentlich in diesem lokalen Klein-Klein zerrieben? Diesem Thema wollen wir uns hier heute mal stellen. Und ich freue mich sehr, dass ich ein interessantes Podium beisammen habe. Ich würde eigentlich gerne am Anfang, das muss ich einfach loswerden, wir haben eben diese wunderbare Melodie gehört. Ich weiß nicht, hat jemand rausgefunden, was es war? Ich musste mir das auch sagen lassen. Siebte Sinfonie, zweiter Satz. Siebte Sinfonie, zweiter Satz. Herr Bücker. Wunderbar. Vier Gäste habe ich da und mit denen möchte ich über das spannende Thema sprechen. Begrüßen Sie mit mir die Deutsche Telekom, fördert in Bonn die Weltstars von morgen mit der Beethoven Competition und bei mir zu Gast ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges. Er ist der Chef der wohl größten oder einer der größten ständigen Bonner Bürgerinitiativen, greift selbst gern mal in die Tasten, Vorsitzender der Bürger für Beethoven, seit 25 Jahren im Einsatz für den großen Ludwig, Stefan Eissel. Wer wissen möchte, warum eine grundsolide deutsche Sparkasse sich für Beethoven begeistert und eine Menge Geld dafür ausgibt, muss den stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands der Sparkasse Köln-Bonn kennenlernen, Ulrich Vogt. Der Beethoven-Kenner sitzt neben mir. Er ist der, man kann so sagen, Beethovens oberster Interessenvertreter hier in Bonn, Direktor des Beethoven-Hauses, Aufsichtsratschef der Beethoven 2020 Jubiläumsorganisation, Gesellschaft heißt sie, heute bei mir zu Gast, Malte Böker. Ich habe das Spannungsfeld so ein bisschen umrissen. Ich würde, Herr Höttges, bei Ihnen gerne anfangen. Was macht Beethoven für einen Sponsor wie die Telekom eigentlich interessant? Und wenn Sie so sehen, was da auf Bonn zukommt in einem Jahr, was muss denn so ein Festjahr bringen, damit ein Sponsor hinterher sagt, damit kann ich zufrieden sein? Ja, man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Und dann hat man ein Stück Heimat mit seiner Familie. Und wenn man dann in der Familie jemanden hat wie Beethoven, ich bezeichne das einfach mal so, dann ist man auch ein Stück weit stolz, wenn man Heimat und Familie gut verbinden kann. Und Beethoven ist ein Stück Identität. Identität für die Menschen, die hier leben. Identität für die Stadt, in der die Menschen leben. Und vor dem Hintergrund auch vor seinem Werk, was er geschaffen hat, auch eine Verpflichtung für die Zukunft, ihm auch den Platz zu geben, den er braucht. Dazu kommt die Faszination klassische Musik, wo es eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, die auch weiterhin hochzuhalten. Die geht ja oftmals in unserem Sog der digitalen Welt vielleicht auch manchmal verloren. Und zum Zweiten ist es auch die Möglichkeit, Menschen, die hier an dem Ort arbeiten und zu Hause sind, auch irgendwo ein Stück weit Erholung, Unterhaltung und ein Stück weit auch Entspannung zu geben, in dem Moment, wo man das kulturelle Angebot fördert. Gesetzt den Fall, die Telekom würde nicht in Bonn ihren Hauptsitz haben. Wäre Beethoven genauso interessant für Sie? Nein. Also natürlich wäre Beethoven für ein Unternehmen wie eine Telekom immer relevant, weil er eben einmal einer der Superstars ist und vor dem immer ein Magnet ist.
Es gibt ja jetzt kein altruistisches oder rein altruistisches Verhalten einer Telekom. Ich verwalte Gelder von Menschen, die uns das anvertrauen, in der Hoffnung, dass wir das vermehren. Das gelingt uns auch, aber die Frage ist natürlich, wir können das nicht einfach beliebig in Kulturzwecke stecken. Und vor dem Hintergrund ein Magnet, der so zieht wie Beethoven, da kann ich die Marke extrem gut positionieren mit dem Markenname Beethoven und mit seinem Werk. Und dann entsteht da so neudeutsch eine Win-Win-Situation daraus. Und das ist, ich glaube, auch der Grund, warum wir das tun. Man muss aber immer dazu sagen, es gibt auch immer eine persönliche Komponente. Und bei mir ist es einfach so, ich bin mit dem Klavier aufgewachsen, ich habe immer Klavier gespielt, ich hatte immer auch eine Beziehung zu Beethoven. Und dann fällt es mir natürlich leichter, solche Projekte dann auch zu unterstützen und zu fördern, als wenn ich jetzt mit der klassischen Musik eigentlich gar nichts zu tun habe. Und so ist ja auch die Telekom Beethoven Competition entstanden. Und da bin ich also richtig emotional auch dabei bei den ganzen Veranstaltungen. Ich glaube, ich habe gar keine einzige verpasst. Weil das wirklich eine großartige Veranstaltung ist, um das Werk Beethovens jetzt mit ganz jungen weltweiten Künstlern global irgendwie mit neuen Inhalten zu füllen. Das Stichwort, was man so ein bisschen dagegen setzen kann, ist ja das Stichwort der Begeisterung. Stefan, du bist unterwegs in Bonn für Beethoven zu werben, die Menschen zu bewegen, Beethoven zu machen. Wie ist dein Eindruck? Passiert da genug? Ist da Begeisterung bei den Menschen oder ist das im Moment noch so, dass man sagt, na ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt? Ach, wenn alle Institutionen und Amtsstufen so begeistert wären wie die Bürger, wären wir einen Schritt weiter. Ich meine, das hat ja in Bonn eine lange Tradition. Das Beethoven-Denkmal war eine bürgerschaftliche Geschichte. Das Beethoven-Haus gibt es nur, weil es Bürger gemacht haben. Beethoven-Fest ist durch den Verein Bürger für Beethoven gerettet worden. Es fehlt allerdings natürlich auch ein bisschen das Selbstbewusstsein, auch die Kenntnis. Ich sehe immer wieder überraschte Gesichter, wenn ich darauf hinweise, dass Beethoven nicht nur in Bonn geboren ist, sondern 22 Jahre hier gelebt und gearbeitet hat, länger als Mozart in Salzburg. Man braucht eigentlich gar nicht mehr zu sagen, um deutlich zu machen, was für ein Schatz hier ist, der gehoben werden kann. Und wir müssen natürlich bei 2020 auf mehrere Sachen aufpassen, vor allem auf zwei. Das darf keine, ich sag's mal etwas zugespitzt, Elitenveranstaltung der späten Streichquartette sein, sondern es muss die Bevölkerung insgesamt ansprechen. Und es darf sich nicht eine Stimmung breit machen, Hauptsache 2020 geht irgendwann vorbei. Denn das Wichtige an den 250. Geburtstag ist, dass dadurch nachhaltige Strukturen entstehen. Dass eben Bonn den Schritt zur Beethovenstadt einen Schritt weiter macht. Ist Bonn denn nicht genug Beethovenstadt, nach deinem Eindruck? Nein, überhaupt noch nicht. Überhaupt noch nicht. Ich sage ja, man muss jetzt nicht alles mit Salzburg oder Bayreuth oder sowas vergleichen, aber die Tatsache, dass Beethoven hier 22 Jahre gelebt und gearbeitet hat, dass das zweite Klavierkonzert, was das chronologisch das erste ist, in Bonn geschrieben worden ist, ja, das sind alles die bestgehütetsten Geheimnisse, ja, schon im Umfeld des Stadthauses, geschweige denn von Köln und Düsseldorf. Aber da gibt es viel Aufklärungsbedarf. Bleiben wir mal bei dem Thema. Herr Bürger, würden Sie zustimmen oder würden Sie widersprechen? Ich würde zustimmen, dass da noch einiges zu tun ist, um uns strukturell als Beethovenstadt zu positionieren. Wir haben das Museum, das ist ein weltweiter Schatz. Wir ziehen über 100.000 Besucher an, sind das bestbesuchte Musikermuseum in Deutschland, eine wichtige Auslandsdestination für Auslandstouristen. Wir haben ein tolles Orchester, wir haben, was beim städtischen Musikleben wichtig ist, eine Oper. Wir haben sogar den Deutschen Musikrat hier sitzen mit Bundesjugendorchester. Das heißt, gerade in der Jugendarbeit passieren unheimlich viele Dinge. Ja, da gibt es noch andere, die da zu nennen wären. Trotzdem ist es so, wenn Sie sich Nordrhein-Westfalen anschauen, die Musikstadt von Nordrhein-Westfalen, wird nicht Bonn an erster Stelle genannt. Aber was hindert denn Bonn, seine Stärken auszuspielen? Also allein, wenn man sieht, wie viel Geld da im Spiel ist, das ist doch eine riesige Chance. Also warum ist das so verhalten? Ja. Herr Vogt. Wenn ich vielleicht noch einhaken darf, wir haben ja jetzt gerade für 2020 unheimlich viel Geld. Da fragt man sich in der Tat, kann man das nicht als Anschubfinanzierung verwenden, um vielleicht in eine Dimension zu kommen, nicht wie Salzburg oder Bayreuth? Ich glaube, da ist viel Arbeit in der Vergangenheit gemacht worden, die man so schnell nicht aufholen kann. Aber es ist doch eine gute Chance, vielleicht in die Richtung zu kommen und dafür zu sorgen, dass wir in der Stadt auf die Art und Weise ein anderes Profil vielleicht nochmal bekommen und uns tatsächlich als Beethovenstadt dann positionieren können. Aber Bonn tut doch schon so viel und so lange. Also Beethoven Competition haben wir gehört, Beethoven Haus gibt es lange, lange, lange. Die Bürger für Beethoven seit 25 Jahren. Ich nehme mal ein Beispiel.
Wenn man in Bonn nicht vor dem Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz steht oder vor dem Geburtshaus, weiß man nicht, dass man in der Beethovenstadt ist. Ist sonst nirgends zu sehen. Wir haben es jetzt durchgesetzt als Bürger für Beethoven bei der Jubiläums GmbH, dass es jetzt einen Beethoven-Rundgang geben wird im nächsten Jahr, der auch sichtbar ist und der dauerhaft ist. Ja, ihr lieben Leute, es hat 176 Jahre bis nach dem Tod von Ludwig van Beethoven gedauert, dass in seiner Geburtsstadt die Sichtbarkeit erhöht wird. Und das ist nur ein kleines Beispiel dafür. Also wer glaubt, es sei nicht noch genug zu tun, der irrt sich. Es ist noch genug zu tun. Und auf die Bürger, das ist die Gruppe, auf die am meisten Verlass ist dabei. Auch da muss man Leute mitnehmen, auch junge Generationen. Ich finde zum Beispiel das, was die Post macht, mit diesen Crossover-Geschichten beim Beethovenfest sehr gut. Piano Competition ist so etwas. Es gibt noch sehr viel zu tun. Und deswegen warne ich ein bisschen davor zu sagen, na, jetzt viel Geld, 2020, dann ist das Jahr vorbei, Jubiläumsgesellschaft hat ihren Auftrag erledigt und dann packen wir es wieder in die Mottenkiste. Das ist eine riesen Chance für Bonn, denn wenn jemand Geburtstag hat, guckt man auf die Geburtsstadt. Eine riesen Chance, sich zu zeigen, auch sich zu blamieren. Also ich glaube, dass so ein bisschen, also erstmal, was will man damit erreichen, dass man Beethoven und Bonn berühmt macht? Also was ist das? Das Stolz oder was soll das? Ein kommerzielles Anreiz sein oder dergleichen? Also was mir so auffällt, ich meine, ich bin jetzt überall eingeladen. Ich kann diese ganzen Veranstaltungen um Beethoven gar nicht alle wahrnehmen. Also es geht gar nicht. Es ist nicht so, dass es kein Programm gäbe für Beethoven. Also da passiert das ganze Jahr über was. Ob das die Telekom Beethoven Competition ist am Jahresende, ob das das Beethoven-Fest ist, ob es das Crossover ist, ob es die Jazztage sind, die ja auch ein Stück weit da reingehen und so weiter. Also kulturell passiert da viel. Ich glaube, was uns fehlt, ist so ein bisschen der großstädtische Flair, das Internationale. Aber es ist doch sehr lokal, was um Beethoven hier passiert. Und ich glaube, dieser Mut, auch mal aus seiner, ich will jetzt nicht Piefigkeit sagen, aber aus dem kleinen Bonn, aus dem Rhein mal rauszugehen und das zu einem internationalen Event zu machen, etwas Großes zu schaffen, auch hier mal nicht nur die großen Stars hier hinzuholen, sondern auch das Publikum anzusprechen. Und das ein Stück weit, das würde uns stolzer machen, das würde die Bekanntheit von Bonn erhöhen, weil da sind dann auch die Medien und alle drumherum. Und ich glaube, die Chance, die haben wir jetzt, wenn wir wirklich 2020 dafür benutzen, nicht nur uns zu feiern, sondern auch wirklich die Welt einzuladen, sie hier hinzubringen und dieses Festival groß zu machen. Und an der Stelle frage ich mich dann in der Tat, ich sehe das ganz genauso und ich glaube auch, es ist in der Tat viel Geld da und auch viele Institutionen, die sponsern wollen. Wir machen ja auch relativ viel, aber ist wirklich der Wille da, das zu tun? Denn das würde ja auch heißen, dass die Stadt sich ein Stück weit ändern würde. Wird zu klein gedacht oder was ist der Herr Bücker? Ich habe ein schönes Beispiel. Ich war Anfang Juni in Japan, in einer Stadt, die heißt Naruto im Süden von Japan. Die nennen sich als Stadtslogan Heimat der Neunten und meinen die Neunte Symphonie. Das geht zurück darauf, dass in Naruto ein Kriegsgefangenenlager stand, wo im Jahre 1918, deutsche Kriegsgefangene interniert waren, die sehr viel Freiheiten hatten, große Kulturprogramme da in ihrem Gefangenenlager machen konnten. Da erstmalig in Asien die 9. Symphonie gespielt haben, in einem Kriegsgefangenenlager. Das hat die Japaner sehr berührt. Und daraus entstanden ist in Japan eine Tradition, dass Laien sich diesen deutschen Text der 9. aneignen und zum Jahresende die 9. Das sind ganze Stadien, glaube ganze ich. Ganze Stadien füllen. Da gibt es gar keine Zuhörer, sondern nur Mitwirkende. Ne? Und ich war da gerade und sehe den Oberbürgermeister im T-Shirt mit Beethoven drauf, hinten Heimat der Neunten und lese auf meinem Ticker hier, Generalanzeiger, und dass dann eine Diskussion im Stadtrat läuft, ob es überhaupt richtig sei, dass wir uns jetzt hier Beethovenstadt nennen wollen. Das Stichwort fiel hier eben schon. Salzburg ist auch keine besonders große Stadt, wenn ich das richtig sehe. Aber Salzburg und Mozart, das gehört, glaube ich, für viele ganz natürlich zusammen. Was macht denn Salzburg besser? Kann man auch von solchen Vorbildern lernen? Es gibt ja so eine, aus meiner Sicht, etwas falsche Diskussion, wenn dann gesagt wird, Bonn ist nicht nur Beethoven. Das stimmt. Bonn ist viel mehr. Aber Beethoven gibt die Chance,
zusätzlich zu dem, was Herr Höttges gesagt hat, den Blick auf Bonn zu lenken. Denn Beethoven kennt man überall auf der Welt. Und die Chance damit zu verknüpfen und nicht das Stichwort Beethoven als Konkurrenz zu UNO, zur Universität, zu diesem und jenem zu sehen, da bedarf es noch einer etwas Dynamik. Und ich sage noch mal, vor allem in den Amtsstuben und gelegentlich auch in den politischen Gremien. In Salzburg ist das ja viel länger gewachsen. Salzburg unterscheidet sich auch historisch gesehen von Bonn dadurch, dass Bonn als Hauptstadt die Möglichkeit hatte Salzburg nicht, hat sich also viel eher darauf konzentriert. Auch nicht alles, was in Salzburg läuft, ist jetzt nachahmenswert. Das ist gar nicht der Punkt. Aber sich stärker damit zu identifizieren, ist schon wichtig. Wenn ich das noch sagen darf, sehe ich ja bei uns im Verein mit den 1600 Mitgliedern, es gibt die Klassik-Fans, die in die Konzerte gehen. Es gibt parallel dazu die Lokalpatrioten. Es hat, seit es Orten gibt im Karneval, nie eine Session gegeben, wo nicht auf mindestens einen Orten Beethoven abgebildet war. Und das zeigt doch, wie tief das in die Bevölkerung reingeht. Und da muss man was draus machen, auch im Sinne, ich sage, der Breitenwirkung. Wie gesagt, nicht nur die letzten Streichquartette, das, was der Dirk Kaftan macht mit Brings und diese ganzen, damit es eine breitere Bewegung wird. So eine Aktion, wie die Japaner das machen, ein ganzes Stadion singt Beethovens Neunte. Ist sowas eine Idee auch für das Jubiläumsjahr? Da wird es in NRW solche Aufführungen geben, in Wien definitiv. In Bonn wäre Telekom-Dom vielleicht eine tolle Stätte, wo man sowas mal machen könnte. Konkrete Planung schon dafür oder noch nicht? Für in Bonn ist mir noch nicht bekannt. Ja, das ist schade, denn das ist ja wirklich eine nette Aktion, die ja auch Beethoven sehr leicht zugänglich macht. Ja, aber die Neunte kommt nicht zu kurz. Also, und man muss ja nicht jedes Projekt auch in Bonn machen. Aber ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, die Identifikation von Asiaten, die sozusagen am anderen Ende der Erde da irgendwie leben, dass die sich so damit identifizieren. Und Sie haben gefragt, wie ist das mit der Begeisterung in Bonn? Manchmal kommt es mir so vor, je weiter ich wegkomme, umso mehr nimmt das zu. Und das ist ja auch das, was wir im Beethovenhaus erleben. Die Mehrzahl der Gäste kommen aus dem Ausland, 60%. Und die kommen wirklich teilweise nur wegen des Beethovenhauses und nehmen da echt was auf sich, um das mal zu sehen und diese Ausstellung zu sehen. Und ich würde mir immer wünschen, dass mir das besser gelingt, das den Bonnern auch klar zu machen, was sie da in der Hand haben. Daran arbeiten wir jetzt, aber die Identifikation muss definitiv noch zunehmen. Sie haben sich da einen harten Gegner gesucht, so klingt das so ein bisschen, aber wir werden sehen. Das ist ja, die Chance ist ja in jedem Fall da. Herr Vogt, die Wirtschaft ist ja angesprochen, die Sparkasse fördert Beethoven, glaube ich, seit Jahrzehnten, wenn ich das richtig sehe. Was sind die Schwerpunkte, die Sparkasse da setzt? Also wir haben ja seit 1997 eine Stiftung, die sich ausschließlich um Beethoven kümmert. Wir unterstützen das Beethovenfest. Wir sind ja auch dabei bei der Renovierung der Beethovenhalle. Für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil wir uns genauso, und da bin ich in der Dimension einig mit Herrn Höttges, für uns ist das ein Stück Heimat. Aber wir glauben eben auch, dass es für die Wirtschaft und für die Bevölkerung gut ist, wenn man das entsprechend positioniert, denn das sorgt dafür, dass man gute Wohnmöglichkeiten hat, dass man als Unternehmen Mitarbeiter anziehen kann, weil es einfach attraktiv ist. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe als Sparkasse, das so zu fördern, dass die Region davon maximal profitiert. Wie beobachten Sie das in der Wirtschaft? Es hat ja diverse Anläufe gegeben, auch Beethoven 2020 auf eine breite Grundlage zu stellen, also mehr Sponsoren auch in der Wirtschaft zu gewinnen dafür. Wie beobachten Sie den Widerhall da? Ist das eher abwarten oder ist das eher, dass man sagt, ja, ist eine gute Gelegenheit hier für die Region? Natürlich haben sich viele Unternehmer mit dem bürgerschaftlichen Engagement auseinandergesetzt. Das ist ja auch durchaus en vogue. Immer mehr beschäftigen sich eben damit, ist Gewinn machen alles oder müssen wir mehr tun? Das ist ein guter Trend, aber in der Tat ist es so, für einen Unternehmer ist es schwierig, wenn das Ziel unklar ist und das, was man dafür erreicht, unklar ist, sich dann wirklich intensiv zu engagieren. Und das ist ja wahrscheinlich genau das, was uns auch umtreibt, die Telekom und uns, und weswegen wir denn dann viele Aktivitäten komplett selber machen, um sagen zu können, wir haben dann auch wirklich einen Benefit und können auch rechtfertigen, dass wir die Gelder dafür eingesetzt haben. Aber mal ganz konkret gefragt, wer soll es denn in die Hand nehmen? Es wird ja mal gerne geklagt hier in der Stadt und dann wird immer auf die anderen gezeigt und drei Finger zeigen ja dann bekanntlich immer auf einen selbst. Wer soll es denn in die Hand nehmen? Wir haben starke Institutionen, wir haben tolle Orchester, wir haben tolle Angebote, tolle Kultur hier in der Stadt, aber es läuft irgendwie nicht so recht was zusammen. Wer soll es denn machen?
Ist es das Beethovenhaus? Das ist ein bisschen im Zentrum. Wir sind zentral. Wir machen das größte Projekt für 2020. Das ist die Modernisierung und Erweiterung unseres Museums. Das heißt, da wird Beethoven dann auch das Jubiläum auch nachhaltig sein, weil dann da bleibt was in Bonn. Naja, da entsteht ein Museum jetzt, das sich um knapp 180 Quadratmeter vergrößert, neue Angebote schaffen wird, die es so bislang nicht gegeben hat, eine zeitgemäße Präsentation. Und das ist ein Projekt, das ist jetzt irgendwo bei 3,6 Millionen Euro. Davon gibt die öffentliche Hand 2,4 Millionen und den Rest, den haben wir über ein sehr gutes Fundraising hinbekommen. Und das ist so, wie Stefan Eisel vorhin sagte, es sind fast ausschließlich Privatpersonen, die sich da engagiert haben in einer siebenstelligen Höhe. Das zeigt wieder, dass wir tatsächlich über Personen, die eine gewisse Affinität zu dem Thema Beethoven haben, weiterkommen über Unternehmen. Die Stadt Bonn ist an diesem Projekt gar nicht beteiligt. Das hat mit dem Rahmen, Finanzrahmen, der zur Verfügung gestellt wird, für das Jubiläumsjahr hat es noch gar nichts zu tun. Wer soll es richten? Wir haben eine Entscheidung getroffen gegen Intendantenmodell. Es gibt nicht den einen, der hier jetzt sagt, was da in dem Jahr wie gefeiert wird, sondern wir haben Rahmen für Beteiligung eröffnet. Aber wenn man sich so mediale Wirklichkeit mal anguckt, das ist ja so ein bisschen mein Fach, dann hat man doch den Eindruck, dass es diese Personalisierung doch eigentlich eine Stärke ist bei vielen funktionierenden Festivals, die viel schlechtere Voraussetzungen haben. Schleswig-Holstein zum Beispiel, da war es Justus Franz, der das groß rausgebracht hat. Da sind auch ein paar mehr, das ist jetzt nicht gerecht, wenn ich die nicht nenne. Das waren ja so Galionsfiguren, mit denen man da gearbeitet hat. Hat man da vielleicht auch eine Chance so ein bisschen vergeben? Die Überlegung war zu sagen, wir haben starke Kulturinstitutionen in Bonn und wir wollen jetzt nicht noch eine neue Intendanz, eine neue Organisation daneben stellen, sondern wollen die bestehenden Institutionen stärken. Wir wollen die Vernetzung dieser Institutionen zum Thema klassische Musik, Beethoven, wollen wir stärken und wir wollen neue Strukturen schaffen, um die Beethovenstadt Bonn stärker zu profilieren. So, und wenn Sie da auf einen Namen setzen, dann ist es eben auch nur die Handschrift des einen Namens. Was wir versuchen, ist eine Breite hinzubekommen, dass Ihnen das Jubiläumsjahr von den Kindergärten über die Schulen bis zur Hochkultur, beim Beethovenfest begegnet. Aber steckt da nicht so ein bisschen die Gefahr drin, du wiegst so bedenkend den Kopf, steckt da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass man dann so im Bonner Klein-Klein landet? Also wir haben uns genau angeguckt, wie die Österreicher das gemacht haben bei Mozart, 250. Geburtstag. Und da waren zwei Dinge sehr entscheidend. Es hat eine Struktur gegeben, das ist in Bonn gelungen mit der Jubiläums GmbH. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass es die Jubiläums GmbH gibt und gerade noch rechtzeitig gibt, ist zu 95% Verdienst des Bundes, der gesagt hat, der den Druck gemacht hat. Und das andere ist in Bonn nicht zustande gekommen. Ich bedauere das mit der Intendantengeschichte, das haben die Österreicher gemacht. Das hat etwas mit Eitelkeiten zu tun, die es bei Institutionen immer gibt. Ist so, ich finde, es ist eine verpasste Chance. Und wenn man jetzt deine Frage nimmt, ja, wer soll es denn in die Hand nehmen? Das ist passé. Jetzt kommt es darauf an, dass man sozusagen selber vorangeht. Ich nenne nochmal den Dirk Kaftan als ein leuchtendes Beispiel. Was der Dirk Kaftan in der kurzen Zeit, in der er hier ist, als Generalmusikdirektor bewegt hat, ihm auf die Leute zu gehen, Qualität und Bürgernähe. Der hat nicht gefragt, wer nimmt's in die Hand. Der hat auch nicht gefragt, dreh dich drei Leuten auf die Füße, sondern er hat gemacht. Und wir sind jetzt 2018 im Dezember, es führt jetzt eine Strukturdebatte, führt überhaupt nicht weiter. Sondern man muss jetzt tun. Das Beethovenhaus, die Erweiterung, wir versuchen ein bisschen was zu tun, Telekom, Post und so weiter. Und natürlich darf sich die Oper auch mehr überlegen als eine Neuinszenierung von Fidelio. Das finde ich sehr gut, dass es die gibt. Und natürlich könnten sich noch mehr Kulturinstitutionen ein Beispiel nehmen an dem Beethoven-Orchester. Bundeskunsthalle macht eine tolle Geschichte. Es wird nicht mehr so sein, dass einer sozusagen sagt, so und jetzt setzen wir uns zusammen, du machst das, du machst das und du machst das. Aber es fehlt ja so ein bisschen der Leitwolf, keine Ahnung. Aber jedenfalls irgendwie sowas, wo man sagt, ja, das ist gut, das ist ein großes Programm, das ist ein tolles Programm. Was findet statt? Ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die bekannt sind, aber es fehlt so ein bisschen der Dreh, denn wir haben doch eigentlich was ganz Tolles. Wir haben tolle Musik, die sich eigentlich selbst erklärt, also wo gar nicht so viel reden, was man ja gerne tut hier, habe ich vorhin schon kurz gesagt.
dass das so ein bisschen so eine Bonner Besonderheit ist. Aber was passiert an Musik? Ja, also da sind wir jetzt mit dem Finger in der Wunde. Kommunikation ist ja immer alles im Leben. Wir hatten einen Termin bei Frau Ministerin Pfeiffer-Pönsken vor wenigen Tagen und haben ihr mal den inhaltlichen Planungsstand präsentiert. Das war ein Termin, wo auch der Oberbürgermeister dabei war und der Landrat. Und die erste Reaktion von Frau Pfeiffer-Pönsken war, wow, das ist ja wahnsinnig viel, das erschlägt einen ja schon fast. Während wir hier in Bonn diskutieren, passiert überhaupt irgendwas? Also, und daran sehen Sie, dass wir in der Kommunikation dessen, was da als Planung läuft, noch wirklich nicht angekommen sind. Aber mal Butter bei die Fische, sagen Sie doch einfach mal ein paar tolle Sachen. Also die Gelegenheit ist günstig. Ja. Hören Ihnen hier ein paar Menschen zu? Ja, sehr gern. Also, ich glaube, die freuen sich, wenn Sie mal sagen, es kommen ja tolle Leute und es gibt tolle Sachen zu hören. Gut, also mache ich gern. Es gibt Highlights verteilt über ein ganzes Jahr. Wir werden im Dezember 19 beginnen und ein Jahr lang hinfeiern zu diesem 17. Dezember 2020, wo das dann kulminiert. Wir werden zu Beginn einen schönen Auftakt haben mit der Eröffnung des neuen Beethovenhauses am 16. Dezember. Dann kurz darauf, am selben Tag, wird hier in der Bundeskunsthalle eine große Publikumsausstellung eröffnet, große kulturhistorische Ausstellung zum Thema Beethoven, mit der wir internationales Publikum auch nach Bonn ziehen wollen. Abends dann mit Dirk Kaff dann der große Eröffnungsabend. So, und dann geht es los, zum Beispiel im Januar wird man ein großes Kammermusikfest erleben, im März einen Satelliten des Beethoven-Festes, das ist ja schon kommuniziert worden. Das Beethoven-Fest wird 2020 nicht nur im September vorkommen, sondern im März und hat da wirklich große Namen. Wir werden da, das ist auch schon einigen, glaube ich, bekannt, den kompletten Beethoven-Zyklus mit Theodor Kurenzis hier in Bonn haben. Der wird in dem Jahr nur in Wien und in Bonn gespielt, also was sehr exklusiv. Aus meiner Sicht ist Kurenzis gerade der Dirigent, der am meisten über den am meisten geredet wird, weil er einen sehr innovativen Beethoven-Ansatz verfolgt. Dann kommt das Jazzfest. Es geht dann sozusagen in der Taktung weiter bis Ende des Jahres. Ist denn was dabei, wo man sagen kann, Beethoven für alle? Denn das ist ja auch so eine Kritik, es fehlt so ein bisschen an Flair in der Stadt. Ne? Also dass man sagt, Bonn ist Beethoven. Die Stadt plakatiert es überall, aber man muss da, glaube ich, schon fest dran glauben, dass man das wahrnimmt. Muss da mehr passieren? Hört also erstmal vielleicht nochmal, ich kann Ihnen jetzt schon versichern, das, was ich höre und was ich sehe, nehmen Sie sich alle Wochenenden frei und planen Sie mal nicht in Urlaub, bleiben Sie mal hier in Bonn. Also da wird wirklich viel passieren. Das wird ein tolles Jahr werden, da bin ich zutiefst von überzeugt. Und ich werde mich jetzt auch nicht in dem, was wir in politischen Debatten in Deutschland haben, jetzt irgendwo in diesen Frust reinreden, den wir überall haben. Es ist ja alles schlecht momentan. Sondern ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich alles auf einem ordentlichen Weg ist, was da passieren wird in 2020. Man kann sicherlich fragen, wie wird das über 2020 hinausstrahlen, aber das 2020 wird sicherlich großartig werden. Vielleicht was Kritisches. Ich glaube, ich kenne die Diskussion nicht, da bin ich jetzt irgendwie nicht in so tief involviert, aber ich glaube, neben einem guten Programm braucht man auch einen guten Kopf. Oder zumindest, es gibt ja auch Parteien, die mit Doppelspitze sehr gut funktionieren. Also warum gibt es nicht auch eine Doppel- oder eine Trippelspitze, die sich da hinstellt? Troika ist schwierig. Vielleicht sollten wir das auch aus der Diskussion mal mitnehmen, zu sagen, Leute, hier Herr Böker und Co., jetzt stellt euch mal vorne weg. Ihr seid sozusagen die Zugpferde für die Veranstaltung. Da müsst ihr jetzt auch in die Verantwortung gehen. Ja, also Da erwarte ich schon, dass da auch ein paar Gesichter Verantwortung übernehmen und das Thema dann auch regional wie überregional vorantragen. Ich sage Ihnen ganz offen, wir haben bei der Telekom uns hingesetzt und wir haben schon, ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Jahren habe ich schon über das Thema das erste Mal mit meinen Leuten diskutiert und wir haben gesagt, pass mal auf, bevor wir jetzt einfach immer Geld irgendwo reintun und nicht wissen, was wir rauskommen, übernehmen wir die Verantwortung mal selber. Das heißt also, die Telekom wird das ganze Jahr Beethoven feiern. Wir werden anfangen im Dezember mit der 8. Telekom Beethoven Competition. Das ist sozusagen der Auftakt, regulär, sicherlich wieder ein Highlight, was die jungen Künstler betrifft. Wir werden dann Mitte im Jahr alle Preisträger der Telekom Competition einladen zu einem speziellen Event. Was ist aus den Superstars von damals geworden? Wo sind die heute? Also sozusagen Best of Telekom Beethoven Competition dann entsprechend zu inszenieren. Wie wir das machen, da sind wir gerade in der Planung.
Wir werden das Junge Theater, eine großartige Institution in Bonn, unterstützen, Beethoven zu inszenieren. Da wird es ein Theaterstück geben, was von der Deutschen Telekom weiterhin unterstützt wird. Wir unterstützen das Bonner Jazzfest. Wir haben eben darüber geredet. Ich bin dabei, mit einem ausländischen Künstler darüber zu diskutieren, wie kann man Beethoven digitalisieren. Also wir reden in einem Zeitalter des 21. Jahrhunderts darüber, alles ist digital. Wie kann man Beethoven in diesem Kontext verbinden? Ein faszinierendes Projekt für Künstler. Ich will gar nicht zu viel darüber erzählen, weil dann wird es schon wieder direkt diskutiert, weil wir auch nicht wissen, wie der Künstler sich damit aussetzt. Aber die Fragestellung, gibt es irgendwo eine Verbindung zwischen Telekom und Beethoven und wie kann man das in Einbindung setzen? Und dann bin ich der Meinung, wir müssen auch eine richtige Party haben. Und jetzt sage ich mal nicht die 9.9., sondern irgendwo ein großes Konzert. Ich wünsche mir eigentlich das größte Konzert, Open-Air-Konzert, was Bonn je gesehen hat. Ich habe dem Oberbürgermeister gesagt, wir wollen die Rheinaue, wir wollen die Rheinaue und wir wollen den Beethoven des 21. Jahrhunderts auftreten lassen. Also die Telekom möchte ein Konzert sponsoren, wo der Beethoven, wenn er heute leben würde, der Superstar der Musik, wer ist das in unserem Jahrhundert? Und wer könnte das sein? Ich habe sofort David Bowie gesagt, nur David Bowie ist leider verstorben. So, vor dem Hintergrund, wer könnte das sein? Ich habe mit Sting geredet, jetzt habe ich gelernt, Sting kommt zu einem anderen Programm hier hin, passt auch nicht mehr. Ist es Paul McCartney? Ist es Elton John? Ist es Lady Gaga? Wer auch immer. Aber mein Wunsch wäre, dass wir den Superstar hier hinbringen und dann ganze Generationen in das Zentrum stellen und Beethoven dadurch auch bekannt. Und dann bin ich mir sicher, da werden nicht nur die jungen Leute aus Bonn kommen oder aus Zürich, sondern die werden von überall hier hinkommen, wenn es ein Open-Air-Konzert geht. Wir haben schon mal sowas gemacht in Ungarn mit 500.000 Zuschauern. Also ich stelle mir da was richtig Großes vor und wir sind gerade dabei, den Star zu suchen. Wenn hier Ideen im Raum sind, ich nehme sie gerne auf. Wir haben noch nicht entschieden, wer das Finale ist. Super. Das ist nicht so ganz der Beethoven, den wir hier so gewöhnt sind normalerweise. Ne? Was halten Sie von solchen Ideen? Also ist das, das muss absolut sein. Wir müssen übersetzen, was Beethoven in seiner Zeit war, in die Gegenwart. Nur so können wir auch die Menschen dafür begeistern, sich mit der Historie zu befassen. Ich war mit Herrn Althoff, der hier an der Seite von Herrn Höttges ja für die Themen arbeitet, schon vor 3 Jahren bei Stefan Raab. Und da haben wir überlegt, wer könnte denn der Beethoven heute sein? Und da fielen 2 Namen. Der eine war Bowie und der andere der leider auch verstorben ist, den hatte dann der Stefan Raab genannt. Jetzt habe ich gerade einen Michael Prince? Prince. Es ging um David Bowie und Prince. Die lebten damals beide noch. Jetzt müssen wir mal neu an die Suche gehen. Das ist schon spannend genug. Alle wollen jetzt irgendwie wissen, wer könnte es sein. Also vielleicht sollten wir einen offenen Wettbewerb heute beim Generalanzeiger starten. Sehr gerne. Wer ist sozusagen? Schicken Sie uns eine Mail. Wir sortieren das mal und reichen das dann gerne weiter. Jahrhunderts, also oder die Beethoven des 21. Jahrhunderts. Also von daher, wir sind offen. Wir werden das aber bald entscheiden. Ja. Das heißt, es gibt all diese Ansätze und all diese Dinge, wo man sagen kann, das wird was. Also da ist Bewegung in Bonn und da ist auch Bewegung in der Bürgerschaft sozusagen. Genau was Herr Höttges sagt und was ich mit dem Beispiel Kaftan, gibt es noch andere. Tun, nicht warten, dass jetzt irgendein Gremium zusammentritt und irgendeinen Masterplan macht. Tun. Und da spielt natürlich die Kommunikation auch eine Rolle. Also wir sind ja da öfter im Dialog. Man kann sowas nicht kommunizieren dadurch, dass man eine Pressekonferenz macht, die dann an einem Ort steht und dann lädt man 50 Journalisten aus der ganzen Welt ein und dann hofft man, das ist Kommunikation. So funktioniert das nicht. Sondern man muss die Dinge ständig unter die Leute bringen und Fantasie beflügeln, die Leute auch ein bisschen mitwirken lassen, Ideen mit beizusteuern. Und da gibt es noch Entwicklungspotenzial nach oben. Wir sind alle so ein bisschen in der Versuchung, sehr institutionell zu denken. Ich finde es hervorragend, was der Eckhard von Hirschhausen macht mit der Jubiläums GmbH, dieses Projekt mit Kindern, starke Stimmen, also möglichst viele Tausende von Kindern zusammenzubringen und zum Singen zu animieren. Ich finde es sehr gut, dass überlegt wird oder auch gemacht wird, die Denkmalsenthüllung von 1845,
wo ja ein paar tausend Bonner teilgenommen haben, auf dem Münsterplatz nachzuspielen mit was weiß ich alles für Vereinen und solche Dinge. Und da ist, wie gesagt, es kommt darauf an, nicht zu fragen, darf ich, soll ich, sondern tun. Wenn der Herr Höttges bei seinen Ideen erst wartet, bis der zuständige Ausschuss des Stadtrates ein grünes Licht gibt. Sind wir in 2025. Und das ist... wissen Sie, da ich selber aus der Politik komme, tut es mir ja unheimlich, schmerzt mich unheimlich, das so sagen zu müssen. Es ginge ja auch anders. Und Sie alle können beitragen. Machen Sie Ihren Stadtverordneten, machen Sie mal so einen Tritt in den Hintern, dass Sie sich mit dem Thema identifizieren und befassen. Haben wir denn jetzt noch genug Zeit? Denn darf ich das vielleicht mal ergänzen? Es ist immer leicht zu sagen, die anderen sollen was tun. Deswegen, man muss selber machen. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber ich finde, wir müssen auch jetzt mal sehen, wer macht was. Ich habe die Sorge, dass wir Beethoven immer verbinden mit seinem Schaffenswerk und mit dem, was wir dann um das herum tun. Dann kommen die Unternehmen, die eine Verpflichtung haben, gesellschaftliche, sponsern das und bauen was drumherum auf. Ich finde, wenn man das zu einem großen Event machen will, gibt es zum Beispiel ein politisches Symposium, was sich dann in diesem Jahr in Bonn etabliert, wo man heute jemanden hat, der das macht, und gleichzeitig dann abends kommen dann eben die Partner zu einer Veranstaltung des Beethoven-Orchesters. Gibt es einen Medizinerkongress, der vielleicht in diesem Jahr internationales Publikum hier hinbringt? Gibt es also auch diejenigen, die Möglichkeiten haben, die darüber nachdenken, vielleicht ihre Themen mit Beethoven zu verbinden? Und auf einmal hat man internationalen Flair in so einer Stadt. Und das sind meiner Meinung nach Themen, die müssen jetzt noch angestoßen werden. Ich finde, wir denken noch zu klein. Wir denken über den Kern, die Veranstaltung nach. Das machen wir, glaube ich, ganz ordentlich. Aber ich finde, es fehlt so ein bisschen so, was man jetzt drumherum macht. Und der letzte Thema ist der rote Faden. Ich finde, uns fehlt noch ein bisschen der rote Faden durch das Jahr. Was wollen wir denn eigentlich bewegen? Also Beethoven, 250. Geburtstag, schön und gut. Aber was ist sozusagen das Thema? Gibt es irgendein Beethoven-Thema? Also das sind vielleicht noch Verbesserungsvorschläge, an denen wir uns ein bisschen abarbeiten sollten. Ich nehme mal das erste Stichwort auf. Stichwort komm. Das Thema Kommunikation. Die Konkurrenz bei Festivals ist ja riesig. Also wenn man sieht, wo überall Festivals sind, wer was macht, wer sehr erfolgreich ist damit. Es gibt ja durchaus wachsende Zahlen, durchaus jüngeres Publikum bei den Festivals bundesweit. All überall, gerade die so ein bisschen Eventcharakter haben, laufen, glaube ich, ganz hervorragend. Ist Bonn da vielleicht schon ein bisschen spät dran mit der Kommunikation? Weil, wie gesagt, die Claims sind ja eng gesteckt und auch stark verteilt. Die beiden Beispiele, die Herr Höttges gesagt hat, Macht und Politik, Medizinergeschichte. Beides ist in der konkreten Vorbereitung. Beides ist genauso, wie Sie es beschrieben haben. Es ist nur eine Geheimsache. Und das ist der Punkt. Das, was Sie jetzt gemacht haben am Beispiel Telekom, sozusagen ein Forum zu nutzen und zu sagen, das und das stellen wir uns vor, habt ihr noch Ideen dazu? Das passiert zu wenig. Ich würde es auch gar nicht an dem Festivalgedanken machen. Wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass das Beethovenfest ein regionales Festival ist. Es fahren noch nicht viele Leute aus Frankfurt nach Bonn oder gar aus Japan wegen des Beethovenfestes. Man darf das Thema ja nicht nennen, aber wegen der Beethovenhalle werden sie auch nicht nach Bonn fahren. Da ist halt eine Chance. Glauben Sie? Und nachdem wir dieses Kapitel jetzt im Moment für 2020 nicht lösen können, muss man sich andere Dinge überlegen, die Fantasie beflügeln, wo die Leute sagen, da komme ich. Ich nenne mal ein Beispiel, was jetzt nicht direkt was mit Beethoven zu tun hat. Die Kunstrasenleute haben vor 3 Jahren den Santana geholt. Das war eins von zwei Konzerten, die der in ganz Europa gespielt hat. Die haben das hinterher ausgewertet. 60% der Besucher dieses Konzertes kamen aus einer Entfernung, die weiter als 200 Kilometer ist. So, und das sind die Dinge, das ist doch etwas, was Bonn hilft auch, wirtschaftlich gesehen. Und da ist, passiert vielleicht mehr, als wir so wissen. Und es muss mehr darüber geredet werden. Und alle, die was vorhaben, müssen auch rausgehen und nicht warten, bis 27 Absegnungen stattgefunden haben. Stichwort roter Faden. Hat eine sehr aufwendige Debatte ja auch gegeben um dieses Logo, was hier breit verteilt ist.
wo man böse Menschen sagen, das wäre der Bonner Hockeyverein, glaube ich. Aber es ist eine andere Debatte, das müssen wir jetzt nicht nochmal wieder anfangen. Wo ist der rote Faden? Oder muss er nur mal rausgezogen werden, dass man ihn dann auch erkennen kann? Nee, der rote Faden steht für uns eigentlich fest und haben wir auch schon kommuniziert, aber offensichtlich kann man da nicht oft genug drüber sprechen. Es geht darum, Beethoven nicht nur als Klassiker zu begegnen, sondern ihn für sich neu zu entdecken. Und das wollen wir machen, A, mit einem Fokus auf diese Bonner Zeit, 22 Jahre, spannende Zeit, französische Revolution, die ja dann auch über Bonn niederging und Beethoven veranlasst hat, dann da in Wien sesshaft zu werden. Das ist ein Thema, was wir wirklich ernsthaft uns anschauen sollten. Ich finde es wunderbar, dass der Dirk Kaftan jetzt auch diese Zeit der Hofkapelle zum Thema fürs Beethoven-Orchester macht, um sozusagen da anzuknüpfen. Wir wollen uns mit den Werten auseinandersetzen, die Beethoven verkörpert. Freiheit, Brüderlichkeit, das sind humanistische Werte. Das, was er visionär vorweggenommen hat, was geht uns das heute noch an? Und dann, weil wir UNO-Stadt sind, haben wir gesagt, es ist wirklich interessant, die erste Symphonie, die zum Verhältnis Mensch und Natur geschrieben wurde, ist die 6. Symphonie von Beethoven, die Pastorale. Da geht es gar nicht um eine Naturbeschreibung, sondern wirklich das, was man als Mensch in der Natur empfindet. Und das hat ausgelöst eine Debatte darüber, wie würden wir heute unser Verhältnis zur Natur ausdrücken. Und das ist natürlich nicht nur ein Musikthema, sondern das ist dann das ganze Nachhaltigkeitsthema, das gut in diese UN-Stadt passt. Und damit haben Sie eigentlich den Bogen umrissen von Themen, die uns in dem Jubiläumsjahr interessieren. Aber mal Hand aufs Herz, ist das nicht furchtbar kompliziert für einen roten Faden? Sie hätten es gerne einfacher. Beethoven, der Europäer. Als Journalist bin ich ja ein schlichter Mensch und freue mich immer über einfache Dinge, die man den Menschen klar erklären kann. Ja. Und das ist, sind zwei Absätze Minimum. Und das ist kompliziert, das ist schwierig kommunikativ. Also das, was mit Beethoven doch assoziiert wird, weit über die Musik hinaus, ist dieser Punkt mit alle Menschen werden Brüder, die Menschlichkeit. Hochaktuell in unserer Gesellschaft, dafür Flagge zu zeigen, passt auch zur Stadt des Grundgesetzes, zur UNO-Geschichte und so weiter. Das wäre so aus meiner Sicht der rote Faden. Das hat eine musikalische Dimension, das hat eine politische Dimension, das hat eine kreative Dimension. Absolut. Und es tritt denen entgegen, die immer sagen und die jetzt so auf hoher Welle schwimmen, es sind nicht alle Menschen Brüder, wir sind besser und die anderen sind weniger. Herr Vogt? Ja, wenn ich das ergänzen darf, es hat auch noch eine langfristige Dimension. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, über den wir jetzt schon anfangen sollten nachzudenken. Wenn wir das mal alles jetzt so hören, muss man sagen, wir haben ein gutes Momentum. Aus unterschiedlichen Gründen. A, weil Geld vom Bund gekommen ist und anderen, weil die Telekom sich stark engagiert, weil sich andere stark engagieren. Und dieses Momentum müssen wir uns doch jetzt eigentlich erhalten. Wir müssen doch heute uns Gedanken darüber machen, wie wir das fortführen über 2020 hinaus, welchen Arbeitsmodus, welche Organisation wir uns geben, um uns das zu erhalten, um das nicht nur ein Impuls gewesen sein zu lassen, der dann gewesen ist und dann verfliegt, sondern der dann langfristig weiterläuft und wir dann in eine kontinuierliche Entwicklung kommen. Ich habe das mal so ein bisschen so aufgenommen, was Stefan gesagt hat, mehr Pathos wagen rund um Beethoven, also brauchen wir mehr Emotionen, mehr Gefühl bei all diesen Dingen. Ich würde gar nicht Pathos sagen, sondern... Ich finde das gar nicht negativ. Nee, man will das gar nicht mit Pathos, sondern Flagge zeigen. Der Beethoven ist ein Mensch, der in seinem Wirken und seinen Ideen einen Standpunkt hatte, der auch Ecken und Kanten hatte und sozusagen nicht so viel Soße drüber kippen. Und man muss in der Tat aufpassen, dass es nicht zu akademisch, intellektuell daherkommt. Stimmt die Flughöhe? Also ich bin jetzt, ich meine, ich wusste nicht, dass ich heute hier in einem kreativen Workshop jetzt... ganz neue Erfahrung. Sie werden gebraucht. Ich schätze die Arbeit von Herrn Böker extrem, aber ich sage Ihnen auch, wenn Sie, ich sage mal, mehr als zwei oder drei Sätze brauchen, um zu erklären, für was der rote Faden ist, wird es keiner verstehen und keiner fühlt sich verantwortlich. Ich finde die Idee der Brüderlichkeit oder etwas, was mit Beethoven zusammen ist, jetzt mal spontan, extrem sympathisch.
Wir sollten auch aufhören, dieses Festival oder unser Geburtstagsjahr von vornherein schlecht zu reden, weil wir haben ja kein Festspielhaus. Ich meine, das Thema sollte man jetzt nicht wieder diskutieren, so unselig. Sie haben angefangen, Röttgen. Nein, ich habe nicht angefangen. Ich habe nur irgendwann den Schlussstrich gezogen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Ja, und ich habe keine Zeit und auch keine Lust, mich mit etwas zu beschäftigen, was sowieso nirgendwo endet. Und ich habe genau gewusst, wo es geendet ist und habe mich befreit davon an irgendeinem Punkt, weil man entscheiden kann, manchmal befreien. So, vor dem Hintergrund sage ich Ihnen nur, wenn man irgendwo ein Thema hätte wie Brüderlichkeit oder irgendwas, was eine politische, eine Beethoven-Aussage hat und das ganz einfach ist, dann kann man Menschen motivieren. Und ich sage Ihnen, wir brauchen gar kein großes Festspielhaus. Die Telekom wird alle ihre Gebäude öffnen. Wir werden das Telekom-Forum aufhaben, wir haben die Telekom-Zentrale auf. Wir werden immer irgendwo Festspielplätze für Künstler, für Musiker werden wir schaffen. Und stellen Sie sich mal vor, die Welt redet über Bonn, über die Offenheit, wie wir die Menschen empfangen haben, wie wir Beethoven haben entleben lassen, unter einer ganz einfachen Überschrift. Ich glaube, da erreichen wir mehr als irgendein Hochglanz-Festspielhaus, wo die Leute im Smoking und im langen Abendroben reingehen. Also da kann ich nur sagen, Herr Vogt hat noch ein Stichwort gebracht, Nachhaltigkeit. Was wird am Ende bleiben von Beethoven 2020, wenn wir all diese Dinge gelöst haben und wenn alle am Ende sagen, war ein super Jahr, wovon wir ausgehen und was wir alle hoffen? Was bleibt dann? Also was soll bleiben? Wir haben gehört, Beethoven Haus wird erweitert, wird mehr. Das ist ja naheliegend. Ne? Also wir wollen vor allen Dingen, dass die großen Kulturinstitutionen gestärkt aus dem Jahr rausgehen. Ich möchte keine Diskussion dann über die Abschaffung der Oper, wenn wir gerade angetreten sind, hier Beethoven Stadt Bonn sein zu wollen. Wir wollen schaffen, dass wir in der Bevölkerung mehr Identifikation erzeugt haben. Also Strukturen, Identifikation würde ich an erster Stelle nennen und irgendwie einen Schub, der uns da irgendwie in Richtung Beethovenstadt der Zukunft ein bisschen weiterbringt. Offene Themen für uns sind natürlich Beethovenfest. Wird es gelingen, über dieses Jahr den Bund und das Land dauerhaft in die Förderung dieses Festivals zu bekommen? Wir machen das jetzt, wir haben den Schulterschluss für dieses Jahr, wir haben es jetzt geschafft, einmal die Förderung und die finanzielle Ausstattung zu haben, die die Salzburger Festspiele jedes Jahr haben. Und es wäre für mich eins der Erfolgskriterien, wenn wir sagen können, wir haben mit dem, was wir gemacht haben, so überzeugt, dass für Bund und Land eine dauerhafte Förderung des Beethovenfestes genauso selbstverständlich ist, wie die sich auch am Beethovenhaus beteiligen. Also mehr Gewicht auf Dauer für das Beethovenfest als Punkt. Herr Vogt, was wären für Sie so Punkte, wo Sie sagen würden, dann ist das nachhaltig, dieses Jahr? Ich würde auch sagen, wir müssen, wie ich schon eben mal kurz angedeutet, wir müssen dieses Momentum uns erhalten und dann in eine andere Form von, ich sag mal, Beethoven-Stadt kommen, als wir es bisher gehabt haben. Im Moment ist es ja eher noch so ein bisschen Geburtsstadt und wir haben die gute Musik, aber wir können auf diese Art und Weise mit all diesen Themen, zum Beispiel auch, wir öffnen unsere Unternehmen und machen da Spielstätten. Mit all diesen Themen müssen wir, glaube ich, in eine andere Dimension kommen, in ein anderes Momentum kommen und dann haben wir auch eine Nachhaltigkeit. Also wo wir gerade waren. Das müssen wir uns erhalten. Wir müssen uns im Grunde im Verlauf des Beethovenfestes fragen, welche Formate waren eigentlich gut, welche haben funktioniert, welche haben uns das gebracht, was wir uns davon versprochen haben. Und die müssen wir dann in eine Stetigkeit überführen. Ich kann heute noch nicht sagen, was das sein wird. Wir arbeiten gerne auch mit und fördern es dann auch gerne. Aber ich glaube, das ist die entscheidende Aufgabe, die wir jetzt angehen müssen, uns zu fragen, was müssen wir ab sofort tun, überwachen und dann weiterentwickeln, damit wir eben nicht nur den Impuls gehabt haben. Wir haben ja diese Debatte, Sie haben das angeschnitten, diese Debatte um die Spielstätten gehabt, auch mit vor dem Hintergrund, dass die Beethovenhalle eben nicht fertig wird. Kann man daraus eine Geschichte machen, also auch eine Marke machen, dass man sagt, Bonn ist eben voll Musik, die ganze Stadt, egal wo, also dass man aus dem Problem eine Lösung macht. Also erstmal vielleicht nochmal auf die Frage, die Sie vorgestellt haben. Ich glaube, wenn wir nach 2020, nach dem Feiern, uns überlegen, was machen wir daraus, dann haben wir die Chance verpasst. Die Saat für das, was danach kommt, wird gelegt in dem, was wir in dem Jahr machen.
Das heißt, wenn Menschen hier hinkommen und begeistert sind und sich dafür engagieren oder wenn Menschen hier waren und sagen, da will ich dabei sein oder wenn die Welt über dieses Jahr berichtet im Funk und Fernsehen, dann sagen die Leute, da will ich nächstes Jahr nochmal hin und so verstetigt sich das. Salzburg ist auch nicht über Nacht erfunden worden, sondern Salzburg ist ein kontinuierlicher Prozess gewesen, der dieses enorme, diese enorme Veranstaltung, das ist ja ein Markenzeichen für die ganze Region geworden, geschaffen hat. So, vor dem Hintergrund, wir sollten uns jetzt mal überlegen, was wir eigentlich an Leuten, an Menschen anziehen wollen. Zweitens, ich glaube, wir haben ein Vakuum. Und Sie haben es angerissen, aber wir brauchen Menschen. Und wir brauchen irgendjemanden, der irgendwo das Charisma und die Persönlichkeit besitzt, so ein Thema durchzutragen. Das wird mir in der Diskussion gerade erst mal richtig bewusst, dass es hier ein Vakuum momentan gibt. Dass wir jemanden haben, der wirklich auch das nachhaltig durchträgt. Weil ansonsten lassen alle die Arbeit fallen, jetzt ist die große Show vorbei und dann geht man über zu seinem Tagesgeschäft und ist dann enttäuscht, hat den großen Kater in 2021 und danach. Also wir sollten uns vielleicht auch mal darüber Gedanken machen, wie wir das unterstützen können, dass wir Menschen auch die Power geben, um die Saat zu legen. Ich finde, wir sollten uns nicht, das ist Ihre zweite Frage, jetzt irgendwo in einem klassischen Format aufzuhalten. Die Menschen sind müde von klassischen Formaten. Die wollen irgendwas Besonderes erleben. Die wollen irgendwas haben, was nicht da war. Sonst haben wir immer das gleiche Publikum. Ich glaube, wir sollten uns jetzt wirklich, wir werden zum Beispiel versuchen, es gibt einen Kanal, auch wieder kleine Werbeeinlage, Magenta 360, wo sie über spezielle Kameratechniken nicht nur, ich sag mal, jeden Event live verfolgen können, sondern sie können mit einem Goggles können sie in das Konzert rein. Sie können neben dem Musiker stehen, neben ihm sitzen. Das sind neue Technologien. Da haben wir einen eigenen Kanal entwickelt. Wir werden wichtige Konzerte werden wir in diesem Format weltweit streamen. Das heißt also, wir könnten also auch eine ganz neue Erfahrung, was 3D und was Virtual Reality für dieses Festival etablieren. Da haben wir uns schon bereit erklärt. Ich wiederhole das nochmal. Wir müssen die Spielstätten anders machen. Ich glaube auch, dass die Bürger viel tun können. Also ich meine, ich weiß nicht, wer es kennt, aber dieses Konzert in den Häusern, das ist ja nur ein ganz kleines Sandkorn. Aber das in einem größeren Stil, in einem schönen Sommer, das stelle ich mir großartig vor. Und da bin ich mir sicher, dass die Medien darüber berichten werden. Also ich glaube, wir sollten den Mut besitzen, Dinge anders zu tun, als wie man das von einem klassischen Festival erwartet. Bin ich sofort dabei. Ja. Vielfalt. Aber damit noch ein bisschen Pfeffer reinkommt, so ganz unkommentiert kann ich Ihre Bemerkungen eben nicht stehen lassen. Das eine ist, was das klassische Publikum betrifft, für das traditionelle Konzert. In Bonn gibt es zwei Ereignisse, wo Tausende von Leuten hinkommen. Wenn die Telekom Baskets spielen, oder wenn ein Sinfoniekonzert oder eine Opernaufführung ist. Es gibt keine anderen Veranstaltungen, wo so viele Leute auf einen Fleck kommen, und zwar regelmäßig. Also es gibt auch dieses Format, und wenn Sie unter die jungen Leute gucken, das ist auch ein bestgehütetes Geheimnis, der Anzahl von jungen Leuten, die in klassischer Musik sich bewegen und da voll drin sind bei Bühne frei für Beethoven, vor dem Beethovenfest, sieht man es das. Das zweite, Öffnung der Häuser, völlig in Ordnung. Die Post hat es, ja. Sehr interessant. Die Post Tower Lounge beim Beethovenfest ist eines der erfolgreichsten Formate. Nur, lieber Herr Höttges, natürlich bleibt die Beethovenstadt ein Torso, wenn es nicht auch einen Konzertsaal gibt, wo man die Musik von Beethoven angemessen hören kann. Dass das jetzt ein Rückschlag war, ist völlig klar. Aber ich habe es neulich in einem anderen Zusammenhang gesagt, wir haben ein Kunstmuseum gebaut und ein Mackerhaus, weil die Bilder von Macke auch in der städtischen Tiefgarage nichts hermachen. Und eine denkmalgerecht sanierte Mehrzweckhalle im Stil der 50er Jahre ist einer Beethovenstadt nicht angemessen. Ich bin gegen diese Assoziation. Konzertsaal heißt Smoking. Quatsch. Konzertsaal heißt für alle Formate, vom Jazz bis Klassik. Für alle Bürgerschichten, Education, also es ärgert mich ein bisschen, dass jetzt ausgerechnet Sie die Assoziation Smoking und Konzertsaal bringen, Herr Höttges. Warum?
Weil sie es besser wissen, aber das weil ist sie doch, genug in Frage, sind, Frage, ohne Smoking anzuziehen. Die Frage ganz selten gesehen. Ja. Aber die Frage ist ja interessant. Wir brauchen ein neues Publikum, sagt der Höttges. Ja, wir dürfen das traditionelle Publikum beides nicht vernachlässigen. Ja, wir brauchen neue Formate. Es ist definitiv so, dass das, was wir als kanonisierten Klassikbetrieb haben, für die junge Generation zunehmend uninteressant wird. Und die meinen damit gar nicht das, was da gespielt wird, sondern die Art und Weise, wie das präsentiert ist. Und deshalb ist das eine absolut richtige Forderung, neue Formate. Ich würde gerne sagen, zu diesen Konzerten in den Häusern der Stadt, das ist ein Thema, was kommen wird, was vorbereitet wird, ausgelöst. Damit wollen wir dieses Jubiläumsjahr überhaupt beginnen. Es soll nicht mit dem roten Teppich beginnen, sondern bei den Menschen. Das Schlusskonzert wird aller Voraussicht nach hier im alten Bundestag sein und damit an einem Ort, der nicht für die klassische Musik formatiert ist. Also raus aus den etablierten Hallen, andere Konstellation. Wir werden mit Bi Beethoven das Podiumfestival hier in Bonn erleben, wo 11 Stipendiaten sich jetzt 3 Jahre lang Gedanken darüber machen, wie man klassische Musik in anderen Formen präsentieren kann, mit ganz innovativen Angeboten. Und also das muss sein. Es geht sowieso eigentlich nicht so sehr um Beethoven. Der Beethoven braucht kein Jubiläum, der wird zu viel gespielt. Es geht wirklich um die Frage, was ist die Zukunft klassischer Musik? Und da müssen wir mit neuen Ansätzen kommen. Da kann Bonn einen Punkt setzen. Ja. Stefan? Die Zahl der Besucher klassischer Konzerte nimmt interessanterweise zu. Das Problem, dass 15-Jährige und 25-Jährige weniger reingehen, das gab es vor 50 Jahren auch schon. Wobei man ja sich ehrlich machen muss und sagen muss, in Bonn ist das nicht so. Ja, das hat die Kartenverkäufe beim Beethoven-Festival. Wenn Sie jetzt die Verkaufszahlen beim Beethoven-Orchester nehmen, das Beethoven-Orchester ist in die Höhe geschossen mit den Verkaufszahlen. Und zwar nicht nur, weil die was mit Brinks machen, sondern weil das Brinks der Appetit haben ist und der ein oder andere dann auch in klassisches Sinfoniekonzert reingeht. Ich bin nur gegen diese Verkürzungen. Und man muss alle Formate mit berücksichtigen. Das Jazzfest, was der Peter Materna macht, großartig. Scheinbar für eine kleine Elite von Jazzleuten, scheinbar. Wenn man in die Konzerte reingeht, sind die Konzerte alle ausverkauft, obwohl die Musik, die dort geboten wird, dem Klischee, Jazz ist was, zwar nicht für Smokingträger, aber für irgendwelche intellektuellen Leute, die Musik, die dort würde genau dem Klischee entsprechen. Das heißt, man kann auch etwas machen mit vorhandenen Formaten. Und ich bin sehr für Neues und sehr dafür auszuprobieren. Aber man muss das, was sich bewährt hat, nicht gleichzeitig sozusagen in die Tonne schmeißen. Wir können ja Vielfalt ist gefragt. Wir können ja die Kleiderfrage den Menschen freigeben. Jeder darf so kommen, wie er will, würde ich mal sagen. Und wir gucken mal auf die interessante Musik. Ja, ich kann auch dem Chefredakteur des Generalanzeigers. Ich glaube, die Frage, ich versuche die ganze Zeit mir zu überlegen, wie ich auf Ihren Angriff hier reagieren soll. Ja? Es war noch kein Angriff, sanfter Hinweis. Ja, ich bin fast hier aus dem Schuh gefallen. Nein, aber Scherz beiseite. Ich meine, wissen Sie, ich finde, wir bräuchten einen Spielplatz für unser Orchester. Da sind wir uns einig. Und wir brauchen einen Spielplatz, der eine Akustik hat, der Musik erlebbar macht. Das ist das, was wir brauchen. Und wissen Sie, wenn ich hier in dem Raum sitze, ich sehe jetzt auch nicht, wie die Wände dekoriert sind oder was auch immer. Ich weiß nur, dass dieser Raum eine sehr gute Akustik hat. Und vor dem Hintergrund sage ich Ihnen, ob ich dann in einem retro-renovierten 50er-Jahre-Bau sitze oder in einem hochglanz-modernen Bau, das Monument eines Architekten sitze, beides könnte mir gefallen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber wir bräuchten es. Da sind wir uns hier, glaube ich, einig. So, und ich glaube, deswegen gilt es auch daran, das ist auch eine gewisse Peinlichkeit, wie uns in Bonn da passiert, dass wir in 2020 das nicht haben. Das ärgert mich wirklich auch. Aber wissen Sie, es deswegen ist ja nicht zu ändern. Wollte ich gerade sagen, dann müssen wir das Beste draus machen. Also insofern, darüber können wir lange reden, weil wir werden bis dahin kein Festspielhaus haben. Ob wir es irgendwann später mal kriegen, wissen wir nicht. Insofern ist die Tatsache, dass die Beethovenhalle nicht fertig geworden ist, eine Chance. Genau in dem Sinne, dass Sie gesagt haben, neue Spielstätten ausprobieren und die Vielfalt deutlich machen. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den wir momentan ja versuchen zu verfolgen. Meine Bitte ging nur ein bisschen weiter. Im Sinne von, warum kommt es eigentlich dazu, dass viele Dinge nicht gelingen? Auch gerade in Bonn. Und ich will jetzt gar nicht den Stadtrat in Sippenhaft für alles nehmen, kann ich gar nicht beurteilen, weil so viel beschäftige ich mich mit dem Stadtrat nicht. Aber
Was ich nur sehe, ist, ob es ein Schwimmbad, ob es eine Seilbahn, ob es ein lautes Konzert, ob es irgendetwas ist, es gibt immer leider die Konsequenz, dass es zu einem Stillstand kommt. In einer modernen, zukunftsgewandten Gesellschaft brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die jungen Menschen sich abwenden, wenn sie sehen, dass nichts vorangeht. Und deswegen sage ich Ihnen, wir haben als Bürger auch die Pflicht, dass wir diejenigen, die uns immer aufhalten, die uns immer stoppen, die immer keine Toleranz haben, dass wir aufbegehren und dann auch sagen, wir lassen uns das nicht gefallen. Ja, und das ist mein Punkt, den ich... Sie haben gerade das Grundsatzprogramm der Bürger für Beethoven in zwei Sätzen zusammengefasst. Sind Sie, wenn Sie noch nicht Mitglied sind, ich nehme an, Herr Eissel kann Ihnen da, kann Ihnen da helfen. Wir nähern uns so ein bisschen dem Ende der Runde. Vielleicht noch mal so ganz zugespitzt die Frage, kann Bonn Beethoven noch mal eine Frage davor. Was muss noch passieren jetzt im kommenden Jahr, damit es dann in einem Jahr und 11 Tagen auch richtig losgeht? Was sind so die großen Punkte? Ganz kurz. Also natürlich kann Bonn Beethoven, wenn wir alle dabei mithelfen, wenn wir genau das machen, was Herr Höttges gesagt hat und uns nicht von den Schwierigkeiten aufhalten lassen, sondern halt zumachen. Und das, was, glaube ich, besonders wichtig ist, ist, dass das, was an Programm für 2020 vorgesehen ist, viel besser unter die Leute gebracht wird und da kein großes Geheimnis draus gemacht wird und nicht irgendwie eine zentrale mediale Pressekonferenz abgewertet wird, sondern täglich, dass man sich noch mehr Dinge überlegt, wie man Nachhaltigkeit schaffen kann, zum Beispiel, wenn man die Not der fehlenden Spielstätte jetzt durch eine Vielfalt von offenen Geschichten macht, dass man das dann auch fortführt, dass man daraus ein Profil entwickelt, Beethovenfest bunt reinzunehmen und dadurch das Beethovenfest von einem regionalen zu einem nationalen Ereignis zu machen und auch, das muss man auch sehen, stärker in der Stadtgesellschaft zu verankern. Das Beethovenfest, wenn wir ehrlich sind, ist in vielen Bereichen, tendiert etwas zur Parallelgesellschaft. Und da lässt sich noch viel machen. Also wenn wir versuchen, diese Kleinigkeit eines Schaufensterwettbewerbs beim Beethovenfest, dass die Stadt sich, wir müssen vor den Geschäftsleuten, nicht vor allen, aber vor vielen niederknien, dass sie was machen. Das ist jetzt in Salzburg, Bregenz oder Bayreuth anders. Und deshalb, da kann jeder selber was mithelfen und muss nicht darauf warten, bis irgendein Gremium was beschlossen hat. Ja, wenn ich mir was wünschen darf, Herr Höttges hat das angedeutet, wenn die größeren Player die Hebel in der Hand haben, einfach schauen, welche Möglichkeiten bietet diese Chance auch für Sie. Dann würden wir jetzt deutlich weiterkommen. Da geht es zum Beispiel um Werbeflächen, die Großkonzerne zur Verfügung stellen können. Es geht um, wenn ich an die Hoteliers denke, wir hatten vor einem Jahr die Diskussion, was braucht ihr? In Bonn ist es so, dass die unter der Woche alle relativ gut ausgebucht sind, dann kommen aber die Leerzeiten am Wochenende. Wir haben jetzt in der gesamten Programmplanung den Fokus darauf gelegt, die Wochenenden mit interessanten Veranstaltungsangeboten zu füllen. Wir werden die bis zur ETB im März, werden die alle dann bekannt gegeben für das Jubiläumsjahr 2020. Das ist jetzt die Chance für die Hoteliers, ist zu sagen, es lohnt sich wirklich dann nach Bonn zu kommen und in ihren jeweiligen Verteilern darauf hinzuweisen. Diese Form von das Thema mitnehmen in den eigenen Kreisen, Kongresse, die überlegen, wo können sie das in dem Jahr machen, wenn man da Einfluss drauf hat, natürlich lohnt sich das dann nach Bonn zu kommen. Und wenn wir dann immer mehr Beispiele haben, wo aus einem Beethoven-Thema ein toller Rahmen wird für Dinge, die sonst woanders gelaufen wären, dann, glaube ich, hätten wir eins der Ziele definitiv erreicht. Herr Vogt, kann Bonn Beethoven und was muss passieren? Also ich denke, Bonn kann auf jeden Fall Beethoven, insbesondere wenn man überlegt, wie viel improvisiert werden musste, um jetzt 2020 zu einem schönen Fest zu machen und wie gut es dann letztendlich auch geworden ist, muss man erst recht sagen, Bonn kann Beethoven. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie machen wir es nachhaltig, weil es wäre zu schade, wenn das jetzt alles verloren ginge. Da ist jetzt ein guter Spirit auch entstanden, viel Bereitschaft bei Unternehmen, bei allen Beteiligten. Und dann kann Bonn auch lange Beethoven. Mhm. Erstmal, wir sind Beethoven,
Wir haben eine Verpflichtung, das erfolgreich zu machen, alle Bonner, weil wir sind der jeder mit seinen Möglichkeiten. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir alle Menschen irgendwie dabei auch motivieren, mitzumachen. Weil das ist nicht nur eine Sache, wo man sich jetzt irgendwie bespielen lassen sollte, sondern wo man vielleicht auch mal überlegen sollte, wie kann man sich selber einbringen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie der Karneval, der ja durchaus eine wichtige öffentliche oder Breitenwirkung hat, wie der sich für 2020 jetzt irgendwie engagiert. Ich hätte einen Vorschlag, weil wir ja heute Kreativworkshop hier sind. Ob Dur, ob Moll, mit Ludwig, Fierwer, Radadoll. Also für 2020 sozusagen das Motto, also das Engagement. Das Zweite, ich glaube, was wir jetzt brauchen, und das ist vielleicht auch gut, dass wir darüber diskutiert haben, ist, dass wir die Entscheidungsträger, die jetzt wirklich Geld, aber auch Aktivitäten beeinflussen können, dass wir die Puzzleteile jetzt mal auf den Tisch bringen, das orchestrieren und dann versuchen, daraus, ich sag mal, die Kommunikation zu entwickeln. Und das Letzte, was mir bewusst geworden ist, jetzt bin ich vom Großen zum Kleinen gekommen, ich glaube, dass wir nochmal darüber nachdenken, wer ist denn jetzt eigentlich der rote Faden, was ist der rote Faden und was ist das Gesicht, das jetzt sozusagen diese Karre auch ein Stück weit vertritt. Alleine wird das nicht schaffen, aber der muss zumindest, müssen wir noch stärker eine Visibilität auch für dieses, für das Thema 2020 und danach entwickeln. Natürlich machen wir beim Karneval was. Das Motto ist, steht fest, ist noch geheim, Sie sind gar nicht so weit weg. Wenn Sie bei den Bürgern für Beethoven nicht beitreten wollen, herzlich willkommen beim Karneval. Festhaus. Karneval. Noch eine ganz kurze Antwort auf eine allerletzte Frage. Wann ist das Jubiläumsjahr ein Erfolg für Sie? Ganz kurz ein Satz, Herr Eisel. Wenn wir am 17. Dezember 2020 sagen, es muss weitergehen. Wenn sich Bund und Land am Beethovenfest beteiligen. Wenn es weitergeht. Wenn unsere Gäste sagen, dass sie glücklich die Veranstaltung verlassen haben und an diesen Tag zurückdenken. Und gerne an Bonn denken, dass Bonn Beethoven ist. Ja. Herzlichen Dank. Vielen Dank meinen Gästen hier auf dem Podium. Vielen Dank dem Publikum. Und wir freuen uns auf ganz, ganz viele sehr, sehr interessante Konzerte mit ganz toller Musik, denn das steht im Mittelpunkt am Ende. Und ich glaube, das wird an manchen Stellen schlicht ein Selbstgänger werden. Und ich hoffe, dass wir das Klein-Klein hinter uns lassen. Und dann wird das, glaube ich, ein ganz tolles Jahr. Die Voraussetzungen sind da. Ich denke, wir können uns darauf freuen. Dankeschön.